Das Immunsystem unseres Körpers hat grob zwei Mechanismen entwickelt, mit denen Krankheitserreger bekämpft werden können. Das eine ist die erworbene Immunität, die sehr spezifisch ist. Und der andere Mechanismus, der sofort einsetzt, das sind die Mechanismen der angeborenen Immunität, die Krankheitserreger sofort erkennen und bekämpfen können. In unserer Forschung beschäftigen wir uns damit, wie das angeborene Immunsystem Krankheitserreger erkennt und was die Folgen dieser Erkennung sind. Und insbesondere beschäftigen wir uns damit, wie Viren oder Bakterien anhand ihrer DNA in der Zelle erkannt werden. Und ganz spezifisch geht es darum, um einen bestimmten Signalweg, der aus zwei Molekülen besteht. Eins ist der Sensor C-Gas, eins ist das Adaptermolekül Sting, die zusammenwirken in dieser Erkennung von DNA. Und wenn diese beiden Moleküle aktiviert werden, dann kommt es zu einer inflammatorischen Reaktion, die wichtig ist für die Bekämpfung von Viren und gleichzeitig aber auch wichtig für die Bekämpfung von bestimmten Tumorerkrankungen. Es kann vorkommen, dass dieser Signalweg auch aktiviert wird, wenn eigene DNA erkannt wird, und das kann zu bestimmten Autoimmunerkrankungen führen. Und das ist der Fall, wenn zum Beispiel im Rahmen eines Zellschadens eigene DNA diesen Rezeptor aktiviert. In einem unserer letzten Projekten haben wir in einem groß angelegten Screening-Verfahren mit mehr als 60.000 Molekülen versucht, einen Hemmstoff zu identifizieren, der ganz spezifisch diesen Signalweg unterdrückt. Und uns ist tatsächlich gelungen, verschiedene Klassen von Hemmstoffen zu identifizieren, die auf eine unerwartete Art und Weise diesen Signalweg unterdrücken können. Wir hoffen, dass dieser Hemmstoff weiterentwickelt werden kann, sodass er vielleicht eines Tages in der Klinik eingesetzt werden kann, für die Therapie von Erkrankungen des Immunsystems, aber auch vielleicht für die Therapie von Erkrankungen, die viel weiter verbreitet sind, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder auch Parkinson. Um dieses klinische Potenzial in der Zukunft vielleicht ausschöpfen zu können, ist es ganz entscheidend zu verstehen, wie dieser Signalweg im Detail funktioniert. Und dafür ganz entscheidend sind auf der einen Seite meine Mitarbeiter und auf der anderen Seite auch die Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds.